Ist schon so spät, ich muss ein bisschen leiser sein. Dann wiederum. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel man hört. Oder wie viel. Ob ich die wecke oder so. Oh mein Gott, ich muss ja gar nichts kaufen. Ich kann ja auch ganz einfach schlafen gehen. Das werde ich jetzt auch tun, bevor es wieder dunkel wird. Oh, ich habe gerade Musik von Sims im Kopf. Ich könnte sogar vielleicht Sims. Na, Sims ist wieder zu schwer. Ist ein bisschen zu schwer für den Computer. Aber ich wollte unbedingt ausprobieren ein Spiel und habe dann gesagt, ah, probiere ich mal Sims aus, weil das musste ich immer ganz weit mit unten, ne, und sowas spielen. Und dann konnte ich ein bisschen höher machen und plötzlich saß ich wieder ein paar Stunden dran. Das ist jetzt vorgestern gewesen oder so. Das ist natürlich immer typisch. Und dann merkt man einfach so, oh mein Gott, Sims ist so ein. Nee, ich glaube, das liegt an mir. Man kann entweder aus Sims so ein richtig gemütliches Spiel machen oder, wie ich, ein richtig anstrengendes Spiel, weil ich immer alles schaffen möchte und voll anstrenge und ach, das ist heftig. Deshalb ist es auch schon so, dass alle schon volle Punkte haben und so. Naja. Und so. Jetzt würden einige sagen, warum tötest du das Schwein nicht? Weil ich nicht es nicht umbringen möchte. Warte. Einmal kurz speichern. Grünblatt, ist das auch was zum Hochheben? Nein. Was war denn da oben nochmal? Das haben wir. Oh mein, das ist ein Geier. Warte mal, da waren wir aber doch schon mal. Haben wir die Geier nicht besiegt? Danke fürs automatische Speichern. Aber jetzt wird es doch langsam Zeit. Oh Mann. Hört doch mal. Ich dachte, ich hätte es raus und dann. Ah, links und rechts einfach ausweichen. Ja, habe ja nur ein paar Stunden dafür gebraucht. Und was gibt's hier? Gab's hier nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Da gab es ja irgendwas, wo ich vorher nichts machen konnte. Scheinbar nicht. Außer hier ist irgendwo ein Schatz vergraben. Irgendwer hat irgendwo auf einer Insel einen Schatz versteckt. Und ich drücke blöde rum. Oh. Gold und Rum. Ich mag kein Gold. Nein, warte, ich mag kein Rum. Gold finde ich schon ganz gut. Er sollte sich nach und nach heilen, finde ich. Das wäre ganz gut. Ist da vielleicht oben was versteckt? Ach, scheiß drauf. Ich will nicht schon wieder jetzt mich im Schlafen legen gehen. Ist doch doof. Das ist doch doof. Ich gehe jetzt hier rein und bringe die Motten um. Jetzt, wo ich weiß, dass ich links und rechts ein bisschen ausweichen sollte. Ja. What the fuck? Ja, kommt mit, man kommt mit. Kommt ihr mit? Brav. Weil jetzt kämpfen wir ein bisschen hier mit den Jungs. Ah, Hilfe, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Die Viecher gibt's wirklich überall. Ja, okay, ihr helft mir nicht wirklich. Besser du Ja. Ah, warte, ich habe ihn noch umgebracht. Das hat das Biest verdient. Oh, jetzt hast du mir die Erfahrung weggenommen, Bitch. Oh. Mach ich lieber doch alleine. Könnt mich mal. Leg ich mich halt immer wieder schlafen. Oh, apropos. Lernpunkte. Ja, genau, ich habe Lernpunkte verschwendet. Oh, ich weiß auch nicht. Bis mittags schlafen. Machen wir das halt mittags. Keine Ahnung. Warum, wenn es ein Bett gibt, wo es eigentlich egal ist, wie viel man schläft. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie Zeit oder so wirklich wichtig ist.
Warum dann nicht das Fass so einrichten, dass man gleich geheilt wird? Naja, was soll's. Ach, ist das hübsch. War vorher nicht so hübsch. Blablabla. Blablabla. Das ist geil, wie sie noch vorher so nach oben ihre Fühler machen. Finde ich cool. Was ist das für ein Geräusch gewesen? I know my Geräusche. Oder ist es einfach nur. Ah, nee, war so wieder diese Sterbende. Das haben die ja manchmal. Weil die Gase in sich haben. Und dann pupsen die am Ende nochmal, weil sie sterben. Ah, oder es war doch eine Moorleiche. Und es ruckelt mal wieder. Wie er ankommt so. Jojo, ich töte dich jetzt gleich mal, ne? Oder auch nicht. Bitch. Kaltes Herz. Mir egal. Kann ich mich ein bisschen, weil ich so heiß bin, ein bisschen mit kühlen, ne? Was machst du hier überhaupt? Hast du irgendwas? Ja, guck mal da, wie sie ankommt. So, lo, lo, lo. Die waren unwichtig. Oh, die waren doch nicht unwichtig. Hier ist ein Durchgang. Und ein stabiler Ast. Den wollte ich schon immer mal haben. Damit mache ich mir später ein Haus. Ein Hausboot. Ist das ein Gegner? Oh Mann, das ist ein fucking Ghule. Och Mann. Ihr seid hässlich und stinkt. Ja. Ja, okay, war ja ein Versuch wert. Mein Gott. Vielleicht kann ich ja ein. Warte kurz, ja. Vielleicht kann ich ja ein nach vorne locken. Mal schauen. Bloß ich muss ein bisschen. Ich bin so schlecht mit Keyboard. Und ich spiele zu wenig, auf dass ich das noch lerne. Zumal ich mir einen anderen schreibe als mit dem Spiel, mit der ich spiele. Bla. Ne? Guck mal, wir schießen jetzt die da hier mal so voll im Kopf. Komm mal hoch, komm mal hoch. War dann eben nicht. Verdammt. Was machst du da überhaupt? Nein. Einzeln. Oh, jetzt kommen noch drei. Oh ja, was machst du überhaupt? Mich anspritzen oder was? Ja, okay, dann gehen wir da noch nicht hin. Ich will da aber hin. Mann, das regt mich voll auf, wenn da Ghule rumstehen und ich kann die nicht besiegen, weil ich einfach nur schlecht bin. Entweder ich bin zu offensiv oder zu defensiv. Ich muss so einen Mittelweg finden. Oder ich muss einfach jeden Gegner. Ach, ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich möchte da jetzt rein. Dum-di-dum, dum-di-dum. Dum-di-dum, hallo, wollen wir nicht Freunde sein? Ah. Ja. Hey, das ist unfair. Huch! Ach so, okay, Magie kann mich auch so treffen. Ja, da würde ich jetzt gerne liegen. Nicht wirklich, sieht ein bisschen hart aus. Und dunkel. Und stickig. Und gefährlich mit der Kerze gleich neben den Büchern. Ich will doch noch nicht liegen. Kommt drauf an, mit wem? Ghoul, Ghule, 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 Fetischist. Ich nehme ein Ghoul mit ins Bett und er macht. Und ich sage, halt die Fresse. Und Ghule haben einen so schönen Touch, denn sie sind schwarz. Und wenn once you go black, you never go back.
Hallo, dich kann ich besiegen, deshalb komm mal her. La 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 la. Oh la. So. Ja, 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 ja. Ich bin sauer, deshalb musst du jetzt ein bisschen leiden. Das tut mir leid. Ein bisschen leiden, stirbst. Also so gesehen, nicht nur ein bisschen. Gibt's hier noch was anderes? Ach, Manu. Manu. Ja, okay, Leute. Nach dieser Aufnahme gehe ich online. Bin ich eigentlich immer. Und werde nachgucken, wie man kämpft. Gibt's bestimmt irgendeine Seite, wo dann steht Kampftipps oder so. Ich bin zu doof dafür. Das allein zu machen. Juhu. Gleich rüber auf die andere Seite und bist du alleine? Das ist doch schön. Komm mal her. Wieso kann ich eigentlich... Huch. Okay, warte. Das war eine sehr billige Cheating-Art und Weise, dass ich den Gegner besiegen kann. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Doch, es gefällt mir. Na, ich weiß. Das ist ja auch ein bisschen was mit Stolz und so, ne? Ach, scheiß drauf. Lululu. Guck mal, wie geil wir sind. So wie wir springen können. Ist das ein Vieh? Nein. Hier erinnern wir uns ja damals, als Tilur so nett war und uns diesen Weg gezeigt hat. Und wir. Da, okay, wir sind draußen. Bären. Und wir gehen jetzt. Also hier waren wir ja. Da war es aber sehr dunkel. Ne? Wir erinnern uns. Irgendwo waren wir hier. Ja, genau, wir sind da hinten lang gelaufen. Doch, 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 ich erinnere mich. Und wir waren aber hier noch nicht. Ich speichere mal ganz kurz ab. Jetzt muss ich selbst mal ein bisschen überlegen. Wir sind über die Brücke gegangen, aber nicht unten lang. Das heißt, okay. Oh mein Gott. Der hungrige Wolf ist aber sehr hungrig. Und leicht zu durchtrennen. Voll die Verschwendung, voll die Fleischverschwendung. Es tut mir voll leid. Oh ja, komm her. Geronimo Blue. Oh, okay. Okay, ich sehe dich nicht, aber ich kann nicht töten. Weißt du, verstehst du? Ich kann dich trotzdem töten, auch wenn ich dich nicht sehe. Und hier plötzlich eine Spalte erreiche, wo ich drücke und nichts passiert. Aber wir haben eine Spalte. Das hat sie gesagt. Nein, wir? Das haben sie gesagt. Die Cheerleader-Gruppe von der Johannesberger Schule in Tüssenden. Und warum haben die das gesagt? Weil es stimmt. Wir könnten hier zurück in die Stadt, aber wir wollen außen rum. Ich weiß nicht, ob er uns nochmal reinlässt. Da werden wir vorher abspeichern. Nur, da gibt es ja noch vieles zu sehen und zu machen, denke ich mal. Aber vielleicht sollte ich mal ein bisschen kochen. Das Fleisch wird ja auch nicht dicker, je länger man es mit sich trägt. Es sei denn, dein eigenes Fleisch. Und dann die Beine. Und du trägst sehr viel. Dann werden deine Beine dicker, wegen Muskeln. Und dann stehen alle auf dich. Und dann wirst du sehr noch dicker, weil durch den Zusatzgewicht, weil alle auf dir stehen, kriegst du noch mehr Muskeln. Das habe ich von Dragon Ball gelernt. So, da brauchen wir noch rohe Scholle, natürlich. Jägerpfanne, Geschicklichkeit plus 1, könnten wir machen. Wir könnten aber auch maximal Lebensenergie erhöhen, was gar nicht mal so schlecht ist für uns. ich bin mir nicht ganz sicher. Da, Lebensenergie plus 5, plus 5. Ja, okay, komm, mach hier mal 9. Mach mal schneller. Kriegt man eigentlich Energie, wenn man irgendwo sich irgendwo hinsetzt? Sieht richtig lecker aus. Jo, ich weiß.
Weil da brauchen wir. Der Gewürzbeutel ist das Besondere. Scheinbar kriegt man nicht so viele Gewürzbeutel in dem Spiel. Also schön kaufen. Oh Mist, jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob irgendjemand das hatte. Weil vier mehr. Ah, mache ich einfach mal. Komm. Komische Zubereitung ist genauso wie eben. Sachen gibt's. Lecker. So, wo ist denn dieses leckere Zeug? Da. Stärkt die Gesundheit. Nom 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 nom, aber sonst nichts. Nom 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 nom. Oh, Eintopf. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept. Lebensenergie plus 15. Wieso habe ich das nicht vorher gemacht? Könnt ihr mir das mal sagen? Ach so, nicht maximale. Schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Ja, scheiß drauf. Hähnchenkeule. Wieso kann ich das eigentlich nicht machen? Doch, da. Gib mit folgenden Zutaten ein Feuer zu rohen Rohrbollen. Ja, okay, komm. Machen wir davon auch mal 10. Lass mich raten, in der Pfanne. Überrascht mich immer wieder, namenloser Held. Schon mal nicht schlecht. Jo. Ihr könnt mir auch mal schreiben, ohne zu spoilern natürlich, welches Spiel ist denn besser hier? Weil Gothic soll ja das, diese Reihe hier so sein. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich als nächstes Jahr eventuell Gothic 2 oder so spielen. Eins fand ich jetzt so ein bisschen seltsam hakelig. Ich habe es angefangen und bin nur 3 Schritte gegangen oder so. Nein, nicht 3 Schritte, aber. Nein. Ihr wisst schon, was ich meine. Da oben war ich ja schon. Da war ja die Leiche. Aber vielleicht ist da was vergraben. Es sei denn, das haben wir schon gemacht. Ich drücke einfach die ganze Zeit. Oh, hier ist was vergraben. Oder auch nicht. Oh mein Gott, die stille Ebene. Geil. Ja, doch, so weit konnte man nicht gucken vorher. Oh ja, oh ja, oh ja. PCT ja auch ein Unterschied in der Qualität, aber ich hätte natürlich die Upload-Qualität. Das, was man sieht, ist natürlich besser geworden, aber die andere Qualität wird bleiben, weil sonst die natürlich zu groß wird und ich habe auch nur eine 11 bis 12.000er Leitung, also. Nee, ich will noch nicht zu der Vulkanfestung. Der Typ kann mich mal. Hä? Hä? Wo, was ist denn hier? Ach, ich habe immer noch keine. Ja, kannst du wieder gehen, danke. Wir können ja mal gucken, weil wir mutig sind. Und dumm. Aber mit der neuen Supertaktik schaffen wir das. Ja, komm. Okay. Ja, geht doch. Der Typ hat uns scheinbar nicht gesehen. Ist das eine Truhe? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es wird schon dunkel. Warum wird es schon dunkel? Ist das ein Viech da hinten? Ja. Kuckuck. Ah, ich kann das auch. Ich kann das auch. Zwar super schlecht, aber ich kann es auch. Ich nehme mir trotzdem alles mit. Hier ist viel Gewächs. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das will ich mitnehmen. Das finde ich cool. Aber erstmal werde ich einen Drink zu mir nehmen. Ich bin so überfordert wieder. Wo bin ich? Was soll ich machen? Oh, Hilfe.
Mana-Pilze brauche ich doch eh nicht. Da will ich auch immer nicht hin. Automatisch speichern. Ah! Ja. Jo, das mit dem nach links und rechts ausweichen finde ich toll. Und ich habe noch einen Werkzeugbeutel gefunden von 15. Aber das ist doch schön. Da haben wir noch viel zu tun, scheinbar. Um viele Gnome zu töten. Wenn wir auf der ganzen Welt alle Gnome getötet haben, dann sind wir hier. Ah, wartet, ich hätte mich fast verdrückt.